Ja, Ralf Sieghardt hier. Wer ist da bitte? Ja, hallo, Herr Sieg. So, und zwar, es ging uns ja um den regionalen Stromanschluss. Ich bin auf der Ludwig-Ulten-Straße, ja? Ja, was ist denn damit? So, genau, ja. Sie haben jetzt natürlich selber schon mitbekommen, dass in vergangener Zeit die Strompreise erhöht worden, beziehungsweise noch weiter steigen sollen. Das Da ist wollten wir Sie natürlich richtig. vor bewahren. Genau, und da wollten wir Sie natürlich vor bewahren und schauen, was wir noch für Sie machen können, Herr Sieger. Deswegen, die Postleitzahl ist noch aktuell die 25813 in Südenmarsch. Ja, ich glaube, Bitte mal. Postleitzahlen ändern sich relativ selten. Die ist noch aktuell. Da haben Sie recht. So, dann schauen wir uns direkt mal, weil es geht darum, dass man Ihnen halt ja die wesentlich günstigeren Konditionen von heute festhalten möchte und nach Ihrem aktuellen Tarif anschraubt, ja, sprich in den Zeitraum, wo die Preise ja steigen. Deshalb, die Postleitzahl ist noch aktuell, die war ja aktuell, beziehungsweise Ja, auch richtig. dementsprechend, ja, wie hoch ist zurzeit der Das hat Abschlag? sich in den letzten 10 Sekunden nicht geändert. Wie hoch ist zurzeit der Abschlag für den Strom bzw. Gas, falls Sie auch Gas beziehen? Das beläuft sich beim Strom auf 60 Euro. 60 Euro beim Strom, okay. Richtig. So. Dann gehe ich mal von aus, wir haben so einen Verbrauch von ca. 2000 Kilowattstunden. Kann das hinkommen? Da muss ich passen. Ich beschäftige mich nicht so genau mit diesen Kennzahlen. Okay. Ja, ich denke mal, Sie wohnen mit zwei, drei Personen in Ihrem Haushalt, Herr Ralf. Sikert, Herr, pass auf. Ich wohne mit meiner Frau und wir haben diverse Katzen, auf die wir aufpassen. Okay. Ja gut, dann würden ja 2000 Dickel reichen, dann würden Sie ja sogar was am Ende des Jahres zurückbekommen. Haben Sie einen gewissen Puffer, ist umso besser, Herr Sieckert, ja? Was meinen Sie bitte? Sie reden etwas sehr schnell, ich habe Probleme, Sie zu verstehen. So, also ich hatte gerade gesagt, dann würden die 2000 Kilowattstunden gut reichen, weil da hätten Sie dann einen gewissen Puffer gewissermaßen und würden am Ende des Jahres sogar noch was zurückbekommen. Ja? Ja. So, sind Sie denn noch bei der Grundversorgung vor Ort, bei der Stadtwerke Husum Das ist richtig. GmbH? Das ist richtig. So, die werden sich auch weiterhin um Sie kümmern, Herr Sieghardt, ja? Ja. So. Regional wäre der günstigste Versorger bei Ihnen die EWEN Energie, das ist ein Ökostromanbieter, Herr Sieghardt, ja? Wie heißt diese So. Firma? EWEN Energie. Das habe ich ja noch nie gehört. E-Doppelpunkt-V-E-E-N, ja? Ja. So. Bei denen würden Sie dann. Wofür Ja, steht diese bitte? Abkürzung? Wofür steht die Abkürzung? Wen? Ja. Das kann ich Ihnen auch nicht genau sagen. Das ist ja sehr schade. Inwiefern interessieren Sie sich dafür? Ja, ich möchte doch gerne wissen, mit wem ich unter Umständen ein Vertragsverhältnis eingehe. Oder möchten Sie das nicht wissen? Natürlich, das ist natürlich. Aber da kann ich Ihnen leider auch nicht mehr zu sagen. Der Tarif wäre auf jeden Fall der Lifestyle 1.0, ja? Der EWEN Energie AG. So. Und wie Bei viel denen würden. würde der Tarif 2.0 kosten? Weil ich bin immer auf technische Neuerungen scharf und da wäre mir die 2.0-Version, die abgegradete, doch lieber. Ja, die 2.0 gibt's hier leider nicht. Aber die 1.0. Aber warum nennt man es Also. 1.0, wenn es keine neuere Version gibt? Das ist von der Patch-History her sehr merkwürdig. Ja, ist komisch, haben Sie recht. Er kann leider auch nicht sagen, ist auf jeden Fall der günstigste, ja, Ja. Herr Sieghardt. So, das ist ja, denke ich mal, das Wesentliche. So, schauen wir direkt mal. Wo sitzt denn diese Firma, deren Namen ich nicht aussprechen kann? Ewen? Richtig. In Hamburg In sind die. Hamburg. Genau. Gott. Oder auch So. nicht. So, dann schauen wir mal. Also. Bei der EWEN Energie wäre das noch für Sie ein Abschlag von exakt, ja, nur noch 54,25 €, ja. Ja. Ich denke, das ist schon mal eine schöne Summe. Das Beste ist ja, die EWEN Energie würde Sie ja schnellstmöglich auf diesen Spartarif umstellen, Herr Sieghardt, ja. Und wir kriegen noch eine, ja, 24-monatige Preisgarantie dazu, sprich, der Preis bleibt ja für Sie moderat. Ich denke, das wissen Sie ja, Herr Sieghardt. Selbstverständlich. So. So. Dementsprechend das noch relativ neu im Stromsektor. Ich nenne es gerne Stromversicherung. Das heißt, wenn Sie mal aufgrund eines Arbeitsunfalls oder wie auch immer Ihren Job verlieren sollten, ja, Herr Sieghardt, wäre die EWEN dazu bereit, 6 Monate lang Ihren Beitrag zu begleichen, ja? Ich denke, das ist auch schon mal eine schöne Sache. Ja, gilt das Gerade als denn auch Prophylaxe. für Selbstständige? Die Selbstständige? Ja. Dementsprechend auch.
Das heißt, wenn ich jetzt aufgrund einer unglücklichen Schicksalsfügung dazu gezwungen wäre, meine Lebkuchenherzenmanufaktur zu schließen, würde ich 6 Monate lang weiter Strom bekommen. Ja, genau. Was ist das denn für eine Frau, die bei Ihnen im Hintergrund so herumschreit? Das ist eine Arbeitskollegin, die hat heute Geburtstag und die ist da ein bisschen jetzt gut drauf, sag ich mal. Gibt es bei Ihnen im Callcenter Hochprozentiges heute? Nee, das nicht. Ist leider verboten. Leider, sonst würden Sie sich mit den anderen zusammen betrinken. Ach nee, um Gottes Willen. Ich trinke eh nicht, deswegen auch nicht die anderen. Wie kommt es, dass Sie keinen Alkohol trinken? Sie hören sich an wie ein sehr junger Mann. Ja, ich bin Sportler. Sie sind Sportler, was für einen Sport betreiben Sie? Genau. Ich überwiegend Fitnesssport, ja. Fitnesssport. Und läuft das dann immer noch unter dem Motto zäh wie Stahl und all solche Sachen? Ja, kann man so sagen. Wie sagte man früher? Zäh wie Leder, hart wie Kropfstahl, flink wie die Windhunde. Ja, genau. Ist das noch das Motto der jugendlichen Sportbewegung in Deutschland? Weiß ich nicht, ich bin, ja, wie Sie selber sagten, noch relativ jung. Ich weiß nicht, welche Sprüche man sich da in die Köpfe geklopft hat. Wie jung sind Sie denn, wenn ich fragen darf? Ich bin 22, lieber Herr Siegert. Ich hätte Sie sogar noch etwas jünger geschätzt, aber sehen Sie, das ist doch etwas Gutes, wenn man jünger geschätzt wird. Natürlich, ich sehe es als Kompliment an, immer wie, noch. Auch wie wenn oft, ich noch so jung bin. Wie oft trainieren Sie? In der Woche 5-mal. Das ist sehr gut. Ich bin früher einmal Straßenbauer gewesen. Da ist eine sehr gute Fitness auch immer gegeben gewesen. Ja. Das ist auch natürlich sehr interessant. Und dann habe ich den auch um Basketball her, bitte. Basketball, das hört sich auch sehr gut an. Ja. Ist ein schöner Sportart. Nur jetzt hat ich einen Kreuzbandriss. Vergangenes Jahr. Und da war jetzt natürlich ein bisschen Pause angesagt. Das ist natürlich ein tragischer Schicksalsschlag. Vielleicht können Sie sich als Panzerfahrer bewerben. Nee, leider nicht. Sind Sie dafür zu groß geraten? Nee, einfach, ich habe nicht die Zeit für Bundeswehr etc. Deswegen. Na, dann könnten Sie quasi hauptberuflich Sport machen. Ja, natürlich, gerne. Sehen Sie, will ich ja. Soll ich Sie an das zuständige Rekrutierungsbüro weiter verbinden? Nee, da brauchen Sie nicht, Herr Siegert. In Ordnung. Das erscheint ja eine große Feierlichkeit bei Ihnen zu sein. Sollen wir uns an einem anderen Tag unterhalten? Möchten Sie teilnehmen am Endsieg? Herr Siegert, um Gottes Willen, nein, das ist gar kein Problem. Ich gönne ihr die gute Laune. Hä? Werden Sie nachher noch eine größere Feierlichkeit ausrichten? Nee, ich persönlich nicht. Bin auf jeden Fall nicht dabei, sagen wir mal so. Tut mir herzlich leid für Sie. Ich hoffe, ich halte Sie nicht vom Feiern ab. Nein, um Gottes Willen, Herr Siegert, ja? Was sagen Sie denn zu den Sachen, die ich Ihnen gerade vorgelesen habe? Ist das denn eine schöne Sache? Also ich finde das sehr schön, dass Sie für Ihre körperliche Fitness so viel tun. Das tun wenig junge Leute heute. Ja, da haben Sie recht, ja. Da bin ich durchaus beeindruckt. Und deswegen hoffe ich, dass ich diese jungen Leute bei trainieren kann und mein Geld damit verdienen kann. Sie möchten also Fitnesstrainer werden? Ja, sagen wir mal, wäre auf jeden Fall eine schöne Sache. Und dann möchten Sie sich mit einem, wie nennt man das heute, Fitnessstudio selbstständig machen? Ja, das ist aber noch ein paar Schritte weiter. Da fehlt noch das, ich sag mal, nützige Kapital etc. Und Know-how. Das, sind Sie der Meinung, dass es eine Möglichkeit ist, ein Grundkapital für eine solche Unternehmung zu schaffen, wenn man im Callcenter arbeitet? Das ist ja jetzt nur vorübergehend, ne, Herr Siegert? Ist das nur, wie lange machen Sie diese Tätigkeit schon? Ich mache die jetzt seit gut 3,5 Monaten, 3 Monate circa, ja. Und wie ist bisher Ihre Erfahrung? Nehmen die Menschen diese Angebote an oder sind die eher abgeneigt Ihrer Offerte gegenüber? Das können Sie mir, denke ich, ja besser beantworten, oder Herr Siegert? Denken Sie, ich kann besser beantworten, was die Leute von Ihnen denken, als Sie selber? Wie würden Sie denn das einschätzen, nach meinem Gespräch jetzt? Nein, wir haben uns bisher mehr über Fitness unterhalten und Sie haben sich von mir sehr leicht ablenken lassen. Für den Fall, dass ich ein Testanrufer wäre, wären Sie gnadenlos durchgefallen. Ja gut, ich bin gut abgeschwiffen. Das kann gut sein. Aber ich enthalte mich auch gerne trotzdem mit Menschen, ja? Und haben Sie deswegen Probleme bekommen? Weil Sie sollen ja knallhart verkaufen in diesem Beruf. Ja.
Weiß ich nicht. Ja, Sie müssen doch wissen, ob Sie schon Probleme bekommen haben, weil Sie nicht genügend Abschlüsse erzielt haben. Ach so, Sie meinen den Druck hier von den Aufträgen. Richtig. Ich sag mal so, ich passe mich den Druck an. Sie geben den Druck dann an andere weiter oder geben Sie den Druck an die Kunden weiter? Nein, um Gottes Willen, nicht an den Kunden. Aber ich komme damit, ich muss das ja irgendwie selber verarbeiten, wie den Rest, den man im Leben selber verarbeiten muss. Das ist in der Tat richtig. Ich habe hier für den Fall, dass Sie Hilfe benötigen, habe ich die psychologische Betreuungshotline für die Geschädigten von Callcenter-Arbeit. Darf ich Ihnen die Nummer geben? Nee, ich verzichte, danke schön. Sehr gut, ich wollte Ihnen nur eine Hilfestellung anbieten. Das ist sehr lieb. Ich bedanke mich. Ich bin immer um das Wohl meiner Mitmenschen besorgt. Darum stelle ich Lebkuchenherzen her. Ja, das ist eine schöne Sache. Haben Sie Bedarf an einem Lebkuchenherz für einen geliebten Menschen? Ich verzichte an der Stelle. Mögen Sie keinen Lebkuchen? Nee, ich nicht so wirklich. Aber Sie sollen das verschenken. Sie sollen das ja nicht essen. Also ich will es verschenken. Ja, ich will das aber nicht verschenken, Herr Siegert. Herr Siegert? Wollen Sie mich persönlich beleidigen? Nee, das möchte ich natürlich nicht. Haben Sie noch Zweifel an meinem Lebkuchen? Ich habe die noch nicht probiert, Herr Siegert. Wie können Sie es wagen, meine Lebkuchen in Frage zu stellen? Wer hat denn das gesagt, Herr Siegert? Sie selber, fast wenige Sekunden. Wie bitte? Das ist der schlimmste Verrat von allen. Okay. Kann ich bitte mit Ihrem Sturmbandführer sprechen? Mit meinem Stromanführer? Mit dem Sturmbandführer. Ja, natürlich. Wollen Sie den sprechen? Jawohl. Das verlange ich zu sprechen. Ich verbinde Sie eben. Kein Problem, Herr Siegert. Please hold the line. We know that you are waiting. Ich bin einfach so rhetorisch gewandt für diese Welt.